Jo, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder hier in meinem schönen Auenwäldchen. Schon lang her, dass ich hier ein Video gedreht habe. Ja. Unten ist mein Vanquest, hinten liegt mein Stativ und hier die blauen Pupsis, die sind damals hier angebracht worden beim Aufforsten, damit die Rehe da nicht an der Rinde knabbern. Und ich zeige euch mal ein bisschen was. Für die einen oder anderen soll eigentlich ein Knife Talk werden über das Thema, müssen EDC-Messer groß oder klein sein. Ich wollte euch aber mal ein bisschen was hier von meinem Auenwäldchen zeigen. Ja, für die Leute, die halt immer sagen so, ach, der Bremen, der dreht sich immer um wegen den Wildschweinen, ist ja komisch. Ja, das ist übrigens sonst Morast. Da oben auf dem Hochsitz habe ich damals gedreht, Darek-Stil, so und so viel Knives. Video ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, das habe ich rausnehmen müssen. Jetzt zeige ich euch mal was. Das hier. Das ist eine Wildsausuhle. Hier wälzen sich vornehmlich gerne die Wildschweinchen. Ja? Schön hier? Ah, ich finde das toll. Da könnte man ja sich glatt mal reinwerfen. So. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier aus dem Auenwäldchen zum Thema: Müssen EDC-Messer groß oder klein sein? Egal. Komm, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Weißt du, warum ich gerne oder lieber meine Messervideos draußen mache? Oder überhaupt meine Videos? Weil hier draußen viel schöner ist als daheim am Schreibtisch. Aber nicht verraten, sonst fangen die alle an, draußen zu drehen. Ui, Matschebombe. So, manchmal, wenn man ein bisschen ruhiger ist, dann hört man die sogar hier. Als kleine Warnung, Achtung, hier sind Schweine. Mensch, geh nicht weiter, sonst laufe ich dich um. Jetzt zeige ich mal wenn ich hier wieder raus bin, zeige ich euch mal, wie nah am Weg die Wildschweine den Waldboden aufgebrochen haben, regelrecht aufgebrochen. So, aber an meinen Reviewplatz oder Videoplatz. Das ist der Platz übrigens, an dem wir mal... Aber ich verstehe nicht, weil die Leute hier sowas wegschmeißen. Hier hin? Oder hat es der Wind hier irgendwo hier hingetrieben? Das kann ja nicht sein, oder? Das muss aber schon länger da liegen. Das ist nämlich eine Grableuchte. Schweinerei. Was soll das? So, also, ab zum Thema. Und ab zum Platz. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zum Thema: Muss ein EDC-Messer klein sein? Muss es groß sein? Muss es klein sein? Die Frage stellt sich mir persönlich nicht, weil im Prinzip kann ich auch hier so ein Messer am Mann tragen, ohne dass man es sieht. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel so eine Jacke trage. Die hat eine Innenseite, eine Innentasche, jetzt sogar eine zweite. Ja? Grundsätzlich trage ich Jacken, die zwei Innentaschen haben. Manchmal aber auch nur eine. Uff. Aber gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder, so wie ich, so ein bisschen Jack nach Lagiol-Messer ist. Ja, so ein Lagiol-Messer, das hier ist eins von Passion France. Das ist das Grand Deluxe mit, ich traue mich das gar nicht zu sagen, Giraffenknochen. Ja? Giraffenknochen. Ist vom Profil her ein recht kleines, dünnes, schmales Messer. Ja? Was ich sehr, sehr liebe. Ja? Und auch mit der Scheide, die war von Passion France. Darum geht es aber nicht. Es geht darum,
dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ein EDC-Messer klein sein muss. Und ich sage, das ist im Prinzip ist scheißegal, wie groß das ist, solange du es verdeckt tragen kannst, um den Leuten, da die sich nicht in die Hose machen. Darauf kommt es an. Und dann habe ich da zum Beispiel mal als Fixed-Messer, zum Beispiel hier so ein Fixed-Messer vom Udo, Poco Udo. Ich hoffe, der, ändert seinen Namen jetzt, wie ich ihm das vorgeschlagen habe, in Embudo Creek Knives. Ein Poco Udo war früher mal, ich glaube, ein, kein Martini, ein Heller, Sag mal, das ist ein Messer, das steckst du dir in die Hosentasche. Das sieht keine Sau danach mehr, weil das weg ist. Ja, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich möchte kein Taschenmesser, kein Klappmesser haben. Ich will schon noch ein Fixed haben. Ich kenne Leute, die haben ein Fixed am Gürtel und laufen damit rum, wundern sich dann aber, dass die Leute so ein bisschen auf Abstand gehen. Gut, immer so eins ist, ein kleines Messer, hat aber die für die alltäglichen Schneidarbeiten alles, bringt alles mit, was man braucht. Geschenk vom Udo. Liebe ich das Messer. Aber hier eins, das ist das White River Backpacker. Ja, ihr seht es, auch schon ganz gut benutzt. Und ich sag, das ist auch eins. Man muss so ein Messer, nur weil da so zwei Löcher dran sind, nicht unbedingt am Hals tragen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Und das muss man denen auch nachsehen. Das war die Option, wenn man eigentlich ein Full-Size-Messer haben will, das auch in der Hosentasche getragen werden kann, ohne dass man sieht. Es hat so ein niedriges Profil, ja, dass man es echt nicht mehr sehen kann. Auch hier, wenn ich hier so stehe oder so, man sieht es nicht. Ja. Cooles Ding. Das sind so die Optionen, die ich euch jetzt mal zeige. Dann vielleicht ein etwas größeres, wenn man es dann ausgeklappt hat, ist zum Beispiel hier das Pelikan von QSP. Review folgt. Ist schon gedreht, aber bis es rauskommt, das Video dauert bei mir immer ein paar Tage. Ja, hätte ein Schleifvideo gemacht, wie ich ein stumpfes Mora wieder zum Leben erweckt habe. Ja, das kommt auch dieser Tage. Ist ein bisschen windig. Das sind auch die Ausläufer von der blöden Sabine. Ja, auch wenn das hier eine Sheepsfoot-Klinge hat, ist das Ding spitz und scharf und naja. Und äußerst tauglich. Kommt dann hier mit so einer schönen Tasche daher. Ich sag mal, selbst wenn die Leute dann Angst haben, oder das ist kein 42A konformes Messer. Ist die Tasche jetzt ein verschlossener Gegenstand? Weiß ich nicht. Ich würde sagen ja. Ja. Ich mache hier einen Knoten rein. Dann kriegst du die Tasche auch gar nicht so schnell auf. Ja. So, man ist halt vor direktem Zugriff. Das ist der Punkt, vor direktem Zugriff. Geschützt. Das heißt, ich müsste erstmal den Knoten aufmachen, durch den Zipper ziehen, ja, was auch nicht so einfach ist. Erstmal durch den Zipper ziehen, dann müsste ich es aufmachen, um es dann hier rauszuholen, um es dann, das ist 42A konformes Tragen. Garantiert. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Der Polizist sagte, wenn sie das so in der Tasche drin haben, selbst wenn sie es nur so zu haben, ist das ein verschlossener Gegenstand. Oder ist der offen jetzt? Ich sage, nee, aber das lässt sich ja einfach. Er sagt, es ist zu verschlossen, geschlossen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Gut. Auslegungssache, sagt der eine oder andere. Das hier wäre mit Sicherheit, ich sag mal, wenn du die Griffe abschraubst und machst hier den Clip ab, kannst du es hier als Neckknife tragen. Würde ich aber nicht, ist schwer. QSP Stash.
EDC habe ich lange Zeit mit mir mitgetragen als Arbeits-EDC, den Workchamp. Guckt euch den den Werkzeugkasten mal an. Äußerst tauglich für meine Bedürfnisse auf der Arbeit, ist aber ein bisschen stumpf. Ich nehme jetzt mal der Stahl ist so ein Derivat vom 440A und ganz schnell wieder zum Leben zu erwecken. Brauchen wir nicht viel rumwursteln. Da ist er wieder. Optimal, ja, optimal. Wiegt aber nicht zu knapp. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber verriegelt. Ist doch schon mal gut. Haben wir eine Zange, haben wir eine Schere, eine Säge, eine Feile, Schraubenzieher, Korkenzieher. Ja? Ist alles dran, was man braucht. Zieht einem nur die Hose runter. Wenn man natürlich das nicht will, steckt man es hier rein. Hier drin geht es mir am Arsch vorbei. Entschuldigung. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja? Wir nähern uns noch nicht dem Ende zu. Wir haben nämlich noch etwas von PSQ oder QSP. Juri, wo ist er denn? Wo ist er denn? Jawohl, da ist er ja. Eigentlich ist er bei mir eine Tasche. Ja? Normalerweise in dieser Tasche. Die habe ich doch eine, die habe ich modifiziert, habe hier diesen Bügel weggeschnitten, wo dann das Messer drin ist. Und dann habe ich das als Pocket Clip, weil ich möchte das nicht, es hat leider keinen Deep Carry Pocket Clip, ja. Ich möchte es aber trotzdem nicht aus der Hose gucken lassen. Ja, ohne Version mit Deep Carry Pocket Clip. Wenn ich dann hier das noch abgeschnitten habe, packe ich mir das hier in die Hose, zack. Das ist dann mein EDC. Tatsächlich mein EDC. Ich habe ja 4 verschiedene Versionen. Holz, das hier, dann G10, G10 mit Carbon und so weiter. Also mal so ein bisschen gucken, was hier abgeht. Ne? Das ist mein privates EDC für den Alltag, wenn ich privat unterwegs bin. Auf der Arbeit habe ich dann das hier als G10-Variante. Das heißt, ich will nicht, dass mir das hier runterfällt. Auf der Arbeit, ich springe schon mal aus dem LKW raus und nur fällt das runter. Wenn ich das hier an dieses Jigbone was drankommt oder an das Schlangenholz, dann lieber die G10-Variante. Da drin haben wir jetzt nichts mehr. Ja? Dann kommen wir zu etwas, wo der eine oder andere sagen: Herr Brehm, gestern gekommen. Gestern gekommen. Ja. Jetzt kommen wir mal wirklich zu den großen Taschenmessern. Ja. Achtung. Achtung. Mit einer 3D gedruckten TPU-Scheide. Ja, der eine oder andere wird es schon ahnen. Ja, wird vielleicht sagen, das ist ein Medford. Nein, ist es nicht. Auch wenn da ein M drauf ist, das ist Midgards. Ein 42A-konformer Prügel vom Herrn. Review folgt, und zwar morgen. Ja. D2-Stahl. G10 hier vorne. Hier hinten Stahl. Ein Prototyp. Das nenne ich mal ein Full-Size-Taschenmesser. Ja. Und der Dirk, wir haben mal drüber gesprochen, was findest du lieber? Eine Daumenrampe oder Jimping. Er sagt, warum denn nicht eine Daumenrampe mit Jimping? Aber wie soll ich das denn mal sagen? Dann macht das doch versetzt wie so Zahnräder, die an einem Rad dran sind. Und was hat er gemacht? Daumenrampe mit Jimping, so wie Zahnräder an einem Zahnrad. Geil, super Arbeit, Dirk. Wie gesagt, Review folgt. Geiles Ding. Und dann kommen wir, also aber auch die Scheide ist der Kraller. Drei verschiedene Versionen für Hochkant, also für quer am Gürtel zu tragen. Ich würde es vielleicht dann hier vorne
am Gürtel dran, unterm Pullover oder was auch immer. Mink, was für ein Ding. Wie gesagt, morgen kommt das Video dazu und dann haben wir noch ein schickes Teil. Ist das ein EDC-Messer? Titan. Alter Verwalter. Ist das ein Titan? Das wiegt nicht so viel wie das hier. Ja? Nicht so viel wie das hier, so viel wie das hier. Andersrum. Titan, D2, The Viking Limited Edition. Würdet ihr sowas mit euch rumtragen? Ich meine, das ist ja schon pervers, oder? Das ist geil pervers, ne? Oh. Würde ich das mit mir rumtragen? Verrückt genug wäre ich ja. Ich sag's nochmal. In der Jacke juckt mich das nicht mehr. In der Hose ja. Aber manchmal juckt mich in der Hose noch ganz andere Sachen. Schraubbrief zum Beispiel. Ja? Fingerchoil, Schweißrinne. Geil. Das ist mein Werkzeug, oder? Jetzt kommen wir mal zur Auflösung meiner Frage. Müssen EDC-Messer groß sein oder klein sein? Sie müssen Folgendes sein. Das, was ihr haben wollt für eure täglichen Schneidarbeiten, für das, was ihr gerne mit euch tragen möchtet, ist natürlich der Effekt, wenn man so eins rausholt. So, ja, hier, guck mal, der hat ein Messer. Ja. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Die einen oder anderen wollen halt mit sowas auch gerne beeindrucken, ja, Eindruck schinden. Kann man den auch gerne lassen, finde ich gar nicht schlimm. Mal ganz ehrlich, so ein Messer, das ist schon was Feines. Du kannst natürlich auch ein kleines nehmen. Du kannst hier so ein schönes kleines Fixed. Das ist dann ja, gerade mal so groß wie der Griff. Macht aber nichts. Schneidet genauso viel, genauso gut wie das hier. Für EDC-Aufgaben kann man das mitnehmen, muss man aber nicht. Ja, das ist halt aber persönliche Befindlichkeit, ob ich das so haben will. Und wenn ich das haben will, dann nehme ich so ein Prügel mit. Das ist so ein geiles Ding. Das würde ich allein schon mitnehmen, weil ich dann den ganzen Tag grinsen müsste, ohne dass ich kiffen muss. Ich meine, ich kiffe eh nicht, ich rauche ja nicht, ich trinke ja kein Alkohol mehr, so. Also, ich glaube schon so 3 Wochen oder so habe ich noch nicht mal mehr einen Schluck Bier getrunken. Ich könnte also das Messer in die Tasche stecken und würde den ganzen Tag grinsend durch die Gegend laufen, als wenn ich bekifft wäre. Ja? Der Punkt ist einfach, dass ein Messer genau das haben muss, das sein muss, was du brauchst. Womit du dich wohlfühlst, mit welchem Gewicht du durch die Gegend läufst, das ist deine Sache. Und wenn jemand sagt, das ist ja grotesk, so ein großes Messer in der Tasche zu haben, dann bitteschön. Wenn einer sagt, das ist ja, was ein kleiner Pimmel, deshalb hast du ein großes Messer. Das sind schon Leute, die haben sich damit bei mir komplett disqualifiziert. Mit denen rede ich gar nicht, weil die nur so weit denken können. Ja? Das sind die Leute, denen ich auf der Toilette sage, tritt man näher ans Pinkelbecken ran, er ist kürzer als du denkst. Ja? Aber du trägst das Messer mit, das dir gefällt, das die Größe hat, die du brauchst für deine täglichen Aufgaben. Und das ist vielleicht die Lehre, die ich euch mitgeben kann aus diesem Video. Macht doch einfach, was ihr wollt. Und wie der Hendrik, der Autorhändler, sagt, habt viel Spaß dabei. Schreibt mir unten in die Kommentare, was für Messer ihr mit euch tragt. Braucht ihr große, braucht ihr kleine, denkt ihr ein kleines Victorinox SD, ein Classic, reicht. Schreibt es mir in die Kommentare, sagt ihr, ich will so einen Prügel haben. Ja? Sagt es mir.
was auch immer. Unten in den Kommentaren. Hinterlasst ihr bitte, wie ihr darüber denkt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich lese jeden Kommentar, auch wenn ich nicht jeden Kommentar kommentiere. Daumen gebe ich mit Sicherheit, wenn mir der Kommentar gefällt. Daumen runter, wenn er mir nicht gefällt. Aber es gibt immer ein Herzchen dafür, als Zeichen, ich habe deinen Kommentar gelesen. So, wenn du neu auf dem Kanal bist, Daumen rauf, Daumen runter, vollkommen scheißegal, aber Abo drauf, Glocke an, kein Video mehr verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss mein Idiot, schwenkt den Hut, tschüss mal ab und schwenkt die Kapp. Und als kleiner Spoiler für morgen, ein Review über diese zwei Klopper vom Herrn von Midgards Messer. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Da hätte sogar der Crocodile Dundee sich in die Box mitgeschissen.